Und wie ist es bei Ihnen zu Hause in der Familie? Herrscht da auch gerade Wahnsinn hoch drei? Ja klar, viele hocken im Homeoffice und die Kinder springen rum zu Hause. Also da musst du wirklich fit sein, da musst du kerngesund sein. FFH-Kollege Volker Willner, bei dir und deiner 12-jährigen Tochter Emma, da ist auch nicht alles Sahne-Banane. Naja, wenigstens haben wir uns noch nicht gegenseitig erwürgt. Ja, aber nur, weil ich vor lauter Schularbeit noch nicht dazu gekommen bin. Gerade hat uns Herr Schmidt schon wieder die nächsten Matheaufgaben hochgeladen. Guter Mann, der Herr Schmidt. Unser Wohnzimmer sieht übrigens aus wie ein Krisenzentrum. Meine Liebste hackt in ihr Notebook, Emma druckt 4,2 Millionen Arbeitsblätter aus und ich versuche verzweifelt, das Stimmengequäke meiner Telefonkonferenz zu verstehen. Gequäke, genau. Dass Leute mit so komischen Stimmen überhaupt beim Radio arbeiten. Frechheit. Also, irgendwer schafft es immerhin, Mittagessen zu kochen. Das dauert übrigens nur halb so lange, wie den ganzen Arbeitskrempel an die Seite zu schaufeln, damit wir Platz zum Essen haben. Kannst du mir schnell erst noch bei Geschi helfen, Papa? Ich soll eine Entgegnung auf die Rede des Perikles schreiben. Klar, ich habe alle Reden auswendig drauf von diesem Perikles oder wie der heißt. Ha, jetzt hat's gerade geklingelt. Mein Paket ist da. Toll, wie du so deine Prioritäten setzt. Mal im Ernst, ich muss das spätestens in einer halben Stunde online stellen. Ich kann das Kind kaum hören, weil meine Liebste gerade per falschem Knopfdruck ihr ganzes Manuskript versenkt hat. Und jetzt flucht wie ein Jackhirte. Schlechte Laune ist irgendwie ansteckender als Corona. Mann, ich fänd's besser, wenn alle Kinder Schuloffice hätten. Wochenlang Schule, ohne nach Hause zu kommen. Wahnsinn Familie bei Hitradio FFH.